Einmal einsteigen. Einmal links, einmal rechts. Einmal links, einmal rechts. Schneidest du sie an oder soll ich? Ja, ich schneide sie schon an, klar. Ja. Kannst du mich anschneiden? Ups. Wir müssen jetzt los. Wir müssen jetzt los. Oh Mami. Mama, so. Das weißt du schon. Mami? Ja? Gab es bei dir in so richtig Schminke? Ja, genau. Hallo. Wir sind gerade auf dem Weg. Boah, ist noch nass das Auto. Eben hat es noch ganz doll geregnet. Jetzt scheint es wieder für die Sonne. Ja. Wäre nichts gewesen. Und ja. Noch eben ganz schnell die Hüftburg zusammengeräumt, weil die hier komplett nass geworden ist. Und dann soll sie ja nicht, weil dann braucht sie so lange, um wieder trocken zu werden. Wir fahren jetzt einmal los. Wir brauchen Schminke. Nein, ich wollte einmal gucken. Ich wollte so ein paar Sachen haben. Und wir wollen auch noch Essen einkaufen. Genau. Müssen wir auch noch Obst. Und so ein bisschen was für einen Aufschnitt. Zwei Packungen Salami brauchen wir auf jeden Fall, das weiß ich. Sie hat sogar gesagt, drei Packungen. Ja, genau. Und dann machen wir heute einen Mädelstrip. Wir sind nämlich nur zu dritt. Eins, zwei, drei. Und holen jetzt einmal alles. Und dann melde ich mich später wieder. Bis gleich. So, der Einkauf war erfolgreich. Ich habe hier ganz viele tolle Sachen, auch neu, die ich unbedingt ausprobieren Mami, möchte. Ja? Kriegen wir jetzt die Riegel? Ach so, okay. Also erstmal muss ich hier. Oh, die sind ganz unten, Clara. Ich muss hier auch noch kurz die Riegel denn? Die sind ganz unten. Erstmal hier. Wir müssen erstmal das Kindmusik. Guck mal, sowas hier habe ich auch geholt. Das soll richtig lecker sein. So ein Vanillepudding. Dann haben wir hier noch einen Grießpudding. Soll auch sehr lecker sein. Dann haben wir noch ganz viel Brotzeitzeug gekauft. Und ganz unten irgendwo. Ah, da. Guck mal. Warte, zeigt mal kurz, was ihr euch ausgesucht das habt. Lisa hat so einen ausgesucht. Mit Mango. Und ich habe so einen. Okay, dann. Ich hoffe, es schmeckt euch, ja? Mhm. Machen wir lange den Rest einmal ein. Das ist ganz viel jetzt einfach nur Brotzeug. Brotzeitzeug. So. Brotzeitzeug. Einfach ganz viel Aufschnitt nochmal. Das muss ich dir jetzt nicht nochmal zeigen. Ich merke gerade, irgendwie fast in jedem Vlog habe ich ein Food Haul. Das muss, glaube ich, nicht sein. Nein, wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viel. Achso, für gewonnen habe ich auch noch was. Genau. Das, was du dir gewünscht hast, ist ja auch drin. Wo sind sie? Guck mal da, genau in der Tüte. Nee, ist das nicht in der Tüte? Muss mal gucken. Die Brotchips sind auch für dich, mein Schatz. Danke. Nicht drin? Nee. Wo sind die Chips? Da sind sie doch, die Ringlies. Die Pringles. Hä, du wolltest Pringles? Ja. Ich dachte Ringlies. Oh nein, Entschuldigung, Juma. Oh nein. Okay, dann nimm dir die Brotchips, ja? Die haben wir auch schon mal gezeigt. Sag mal kurz. Ich habe sie dir mit Zwiebeln gekauft, ne? Die mag es ja gerne. Entschuldigung. Gerade noch so angegeben, ich denke an alle meine Kinder. Nein, ich habe wirklich Ringlies verstanden. Ringlies? Ja, okay. Beim nächsten Mal. Ich hab dich auch lieb. Ist das ein Getränk? Das wollte ich dich fragen, ob du das kennst, zufällig. Nein. Nein? Aber auf jeden Fall. Also da steht auf jeden Fall Softdrink drauf, also ein bisschen süß. Ja. Und wahrscheinlich auch nicht ganz so gesund. Mami, ja? Kann ich den Getränk trinken? Das, das müssen wir ausprobieren. Ja, also ich habe ja dieses Kokoswasser gekauft. Also falls du ein leckeres Kokoswasser kennst, was jetzt nicht direkt aus der Kokosnuss kommt natürlich, weil das schmeckt natürlich immer sehr, sehr gut. Aber ich habe noch nie eins abgepackt gehabt, was lecker schmeckt, sondern es hat immer irgendwie muffelig geschmeckt. Komm, Elisa, wir probieren das aus, ja? Ob das lecker ist. Ich will es. So, einmal schütteln. Auch immer, wenn da 100% Kokosnusswasser drauf stand, ne? So wie hier jetzt, hat das immer eklig geschmeckt. Ich weiß nicht, hat es immer so gammelig geschmeckt schon. Riecht schon mal nach gar nichts. Sieht da auch aus wie gar nichts. Also
Also schmeckt jetzt nicht so super schlecht, aber es schmeckt halt nicht so wie aus so einer jungen Kokosnuss frisch. Muss mal probieren, ob ihr das mögt. Vielleicht ist es eine alte Kokosnuss. Also die jungen Kokosnüsse schmecken natürlich ganz besonders gut, ne? Aber schlecht schmeckt das jetzt nicht. Also das ist jetzt auch gut schlecht. Ja. Also ein kurzer Überblick über Obst. Ich habe einfach wieder das Typische von uns. Ananas, Trauben, Grapefruits, die lieben wir sehr. Dann habe ich Orangen besorgt, ganz viele Mandarinen, ich hoffe, die sind lecker. Noch einen Salat, okay, das gehört nicht dazu, eine Mango. Genau, ansonsten war es das vom Einkauf, dann eben noch ganz viel Brotzeitzeug. Hast du das mitbekommen? Ich habe Johann das Falsche mitgebracht. Bin ich jetzt eine schlechte Mutter? Nein, du hast mir das Richtige mitgebracht. Na, du hast aber nicht gesagt, dass du das haben willst, Ringlis. Ja, aber ich mag die ja. Aber das hört sich ja wirklich gleich an, ne? Ringlis und Pringlis. Pringles. Chips, oder? Sind ja eh alles Chips. Alles dasselbe. Nein, total süß. Der Johann, muss ich dir sowieso noch erzählen. Der Johann hat ja jetzt seinen ersten Englischtest mit nach Hause gebracht. Vielen Dank übrigens an alle, die Daumen gedrückt haben. Total süß, die Community fiebert ja immer auch mit. Und das war ja sein erster Englischtest. Also bisher haben sie in der Grundschule zwar auch Englisch gemacht, aber es war eher so. Also es war nicht so wirklich intensiv, sage ich jetzt mal. Und das war jetzt wirklich quasi für ihn so der krasse Einstieg. Was hörst du mir hier zu? Ich mag das nicht so gerne, ja, wenn du mir hier zuhörst. Ich mache meine Ohren zugleich. Was soll denn das? Ja, ich höre dich nicht mehr zu. Ich mag das nicht, wenn man mir zuhört beim Vloggen. Schon komisch, ne? Aber ich rede ja mit dir hier, mit der Öffentlichkeit. Nein, und jetzt hat er seinen Test zurückbekommen. Und ich bin so stolz auf ihn. Also das Daumen drücken war schon auf jeden Fall klasse. Er hat nämlich null Fehler. Also eine 1 hat er direkt geschrieben. Also direkt im ersten Test auf der neuen Schule. Und wir haben vorher natürlich dafür gelernt. Ich habe dir auch gezeigt, wie. Also wir haben ja diese App da zum Abfragen und so. Und das ist einfach Gold wert gewesen. Also der Test war auch nicht so ganz einfach. Es wurde nämlich nicht nur immer so deutsch abgefragt, so zum Beispiel irgendwie, ja, was heißt jetzt Katze oder was heißt jetzt Maus? Sondern es wurde so hin und her. Also das war dann auch Cats. Was bedeutet das auf Deutsch zum Beispiel? Oder auch, eins war so schwierig, warte mal, who? Das ist dann nicht nur wer ist, sondern wer, wem. Also ganz viele Sachen, die dann wirklich ganz präzise vor allen Dingen auch abgefragt wurden und auch, ob es Plural ist und so. Und das konnte er wirklich alles sehr, sehr gut beantworten, wirklich durch die App, weil die ja immer auch sehr präzise abfragt und entweder macht man es da richtig oder falsch. Also ich bin wirklich super stolz auf Johann, dass er das so gerockt hat. Es war mir so wichtig gewesen, dass er diesen guten Start hat. Also dass er wirklich direkt beim ersten Test auch so ein gutes, positives Feedback bekommt, bestätigt einfach nur noch mal mehr, ja, das war die richtige Entscheidung. Die Schule ist so klasse. Wir sind so glücklich mit Johanns Entscheidung, dass er gesagt hat, dass er da hingehen will. Das Arbeitsklima da ist auch so toll. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also für mich war Schule früher zum Beispiel immer so, Schule, ja, morgen schon wieder Schule, ich muss da hin, ich muss da meine Zeit absitzen. Es war jetzt nicht wirklich so, dass ich mich drauf gefreut habe, aber Johann ist das ganz anders. Also er freut sich wirklich jeden Tag auf Schule. Am ersten Wochenende meinte er sogar, schade, dass morgen nicht wieder Schule ist. Ja, also ich weiß nicht, wie die Schule oder das Kollegium, die ganzen Lehrer das hinbekommen, dass das Klima da so toll ist, dass die Kinder da gerne hingehen, dass sie gerne lernen. Aber es ist wirklich Gold wert. Ich bin so stolz auf Johann allgemein. Du weißt, ich habe dir schon erzählt, er ist jetzt auch Klassensprecher in der Klasse. Also für mich ist es so, dass er da gerade komplett aufblüht. Also er ist jetzt für mich ja fast wie so ein kleiner anderer Mensch. Weil in der Grundschule war das nicht so, dass er da so extrem begeistert war. Und es freut mich einfach nur so mega. Justus ist auch total glücklich und stolz auf Johann. Ja, jetzt stehen aber auch schon die nächsten Tests wieder an, ne? Die Arbeiten, Deutsch, Mathe, die großen Hauptfächer. Da wird Johann auch nochmal ordentlich verackert. Ach, das habe ich auch noch nicht erzählt. Das war auch noch so krass. Da musste ich auch ganz schön schmunzeln. Und so hatte er letztens noch seinen Kumpel hier zum Spielen sich verabredet. Und dann, ja, kam
die Mutter vom Kumpel und hat den abgeholt. Und dann meinten die, ja, dann verabredet ihr euch ja bald wieder, ne? So wie man es halt immer so sagt. Und dann meinte Johann, nee, jetzt erstmal nicht. Und dachte ich, hä? Ist irgendwas passiert? Ich dachte wirklich, irgendwie ist was passiert, ne? Und dann habe ich Johann gefragt, nachdem sein Kumpel dann weg war, ob alles in Ordnung war, ob sie gut zusammen gespielt haben und so. Und dann meinte er, ja, war alles super. Und dann meinte ich, ja, und warum willst du dich dann nicht mehr mit ihm verabreden? Und dann meinte Johann, nein, ich habe ja jetzt Arbeiten. Da habe ich dann keine Zeit. Und dann meinte ich, ach so, also willst du dann für die Arbeiten lernen, ja? Und dann meinte er, ja. Also es ist ihm gerade echt total wichtig. Das ist so süß, dieses ganze Schulding, dass er da jetzt so total drin ist. Ja, ich freue mich so sehr einfach, dass er da so gut angekommen ist. Es war schon so ein bisschen, wo ich dann auch dachte, naja, ganz ohne Freunde, niemand, den er da kennt, aber dass es so gut läuft. Also besser kann es nicht laufen im Moment. Ein bisschen was kann ich dir ja noch zeigen. Ich war ja noch bei DM, also eigentlich war der Haupteinkauf heute bei DM gewesen. Ich wollte so ein bisschen neues Schminkzeug haben. Ja, ich habe wieder so ein paar Beauty-Videos geguckt. Und ich finde, da wird man immer sofort so angesteckt und dann will man es auch ausprobieren. Und auch Essen habe ich bei DM gekauft. Finde ich total spannend immer, was es da so gibt. Also das erste, was ich mir geholt habe, ist einfach nur wieder mein Rooibos-Vanille-Tee. Das kennst du schon. Du weißt, dass ich das total gerne trinke im Moment. Und ja, das war leer. Deswegen habe ich mir das geholt. Das Tolle an Rooibos ist einfach, dass es ohne Koffein ist. Und dass es viele Antioxidantien hat und wirklich auch so ein gesunder Tee ist. Und deswegen trinke ich ihn total gerne. Immer noch mit meiner Milch. Kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Dann, okay, jetzt habe ich doch so ein paar Essenssachen hier. Ne? Ich wollte eigentlich so meinen Schminktisch hier direkt mit einräumen. Dann fangen wir mal an mit den Beauty-Sachen. Ich habe mir so Masken gekauft. Ich liebe ja Gesichtsmasken. Ich liebe ja allgemein Gesichtspflege. Mir ist das super wichtig. Und zwar schon seit sehr, sehr langer Zeit, dass meine Haut einfach gut gepflegt ist. Und da habe ich ja zum Beispiel diese Vitamin-C-Masken geholt. Hatte ich, glaube ich, schon mal, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Justus benutzt ja immer mit, deswegen immer im Paar, also zwei Stück. Dann habe ich auch aus derselben Reihe das Vitamin-C-Serum. Das ist super für morgens. Also morgens benutze ich immer sehr, sehr gerne Vitamin-C-Serum. Das macht den Teint einfach total schön. Also es macht es richtig schön frisch. Und das unterstützt auch nochmal die Wirkung von Sonnencreme. Sonnencreme benutze ich ja jeden Tag, ja, auch im Herbst, auch im Winter, nicht nur, wenn die Sonne draußen scheint. Die Sonne gibt es sowieso ja immer, also diese ganzen UVA, UVB-Strahlen. Und das unterstützt das auch nochmal, kräftigt also quasi nochmal diese Sonnencremes. Also ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dich heute wieder so ein bisschen beauty-mäßig vollquatsche auch. Dann habe ich wieder meine Wattestäbchen besorgt. Das sind diese Bio-Wattestäbchen, die so toll sind, die ich total gerne mag. Dann habe ich ganz viel von diesen kleinen Haargummis besorgt. Die sind für die Mädels. Ich finde sie so toll von der Größe. Also die normal großen finde ich nicht gut. Also die sind auch gut, aber die kleinen hier sind perfekt. Egal ob für Pferdeschwanz, irgendwelche Flechtfrisuren, einfach alles. Ne? Für Elisas Pferdeschwanz ist das ganz besonders toll. Davon habe ich ganz viel geholt. Dann habe ich noch Beauty-Kram geholt. Und zwar hatte ich mal wieder Lust. Kennst du das noch von mir? Früher habe ich das doch auch total gehypt in meiner Beauty-Zeit. Und zwar diese Color-Tattoos. Ich habe mir die Farbe On and On Bronze geholt. Nach meiner Beauty-Zeit habe ich so viel Schminke aussortiert, dass ich im Nachhinein denke, oh, manche Sachen hätte ich so behalten können. Also zum Beispiel das ist auch weggegangen an befreundete Familien, befreundete, bekannte, weibliche Personen, die sich so für Schminke auch interessieren. Dann habe ich mir ein neues Make-up geholt. Das habe ich gesehen. Soll ja auch ganz gut sein. Das ist so eine sehr, sehr flüssige Foundation. Ich werde es ausprobieren. Ich werde das mit so einem Pinsel auftragen. Mit sowas hier. Das funktioniert immer ganz gut. Dann habe ich mir wieder meinen Augenbrauenstift geholt. Das ist immer derselbe. Ich liebe den. Das ist die perfekte Farbe für mich. Nicht zu dunkel. Also schwarz geht ja gar nicht. Das sieht dann immer so balkig aus. Aber das ist die perfekte Farbe für mich. Das ist immer Medium Brown. Das ist immer dasselbe, was ich benutze. Schon seit Jahren auch. Dann habe ich mir nochmal so einen Concealer geholt. Beziehungsweise nicht wirklich Concealer, sondern Corrector wahrscheinlich. Ne? So für dunklere Schatten wollte ich das einfach nur haben. Weil Concealer an sich mag ich gar nicht mehr. Ich finde, das sieht dann immer so zugekleistert aus. Dann habe ich beim Essen das hier mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das empfohlen hat. Bei
irgendjemandem habe ich das gesehen. Sie hat gesagt, Nancy, guck mal, das ist lecker. Und zwar ist das ein Gewürz extra für Kartoffeln. Das heißt Kartoffelknaller. Also einfach für Bratkartoffeln, für Röstkartoffeln, aber eigentlich so für alle Kartoffelgerichte quasi. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Da gab es noch ein anderes Gewürz, habe ich jetzt nicht mitgenommen. Da habe ich noch überlegt, nimmst du auch noch ein anderes mit. Aber ich probiere erstmal, ob das schmeckt. Weil das habe ich so noch gar nicht gehabt. Da ist drin Kalari, Wüstensalz, Paprika, Rotedelsüß, Toastzwiebel, Tomate, Pfeffer schwarz, Rosmarin, Thymian, Schwarzkümmelsamen, Knoblauch. Ja, okay, genau. Also, falls du auch noch Tipps für mich hast, was Gewürze betrifft, nimm mal gerne. Du weißt, ich esse gerne. Dann habe ich nochmal meine Gemüsebrühe geholt. Die mag ich dort gerne. Also wenn ich nicht gerade meine eigene Gemüsebrühe mache, dann nehme ich die gerne fertig. Das ist einfach immer praktisch. Und das ist die Bio-Gemüsebrühe. Die ist auch ohne irgendwelche Geschmacksverstärker und Hefe und so ein Zeug. Das will man ja alles gar nicht drin haben. Und deswegen ist das ganz toll. Dann habe ich mir Mandelmus geholt. Soll auch lecker sein, so als Brotaufstrich. Oder auch zum Porridge. Bisschen dazu. Dann habe ich Hummus, ach genau, das soll ich mal ausprobieren. Ich liebe ja Hummus. Selbst gemacht habe ich das auch mal, aber das hat gar nicht geschmeckt. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich wollte das mal ausprobieren, so fertig. Ist auch Bio, von daher ist da auch jetzt nicht komisches Zeug noch mit drin. Dann habe ich noch getrocknete Pflaumen mitgenommen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Dann habe ich noch Feigen mitgenommen. Das mag ich auch total gerne. So ein bisschen klein geschnippelt in Porridge rein, dann ist das ein bisschen süßer. Also nochmal hier, Haargummis, Haargummis, überall. Oh, ich habe mir Couscous geholt, nach den ganzen tollen Rezepten, die ich aus der Community bekommen habe. Musste ich das jetzt mitnehmen, ich will das unbedingt ausprobieren. Vielen Dank an alle, die mir ihre wirklich sehr ausführlichen Rezepte auch geschrieben haben, die sich diese Mühe auch gemacht haben. Ich werde das ausprobieren und dann werde ich dir auf jeden Fall berichten. Und zum Schluss auch noch so eine Seife. Ja, das war's. Jetzt ist mein Schminktisch hier wieder voll bombardiert. Ich werde das jetzt einmal einräumen. Ich muss das erstmal aussortieren hier. Was ist jetzt Essen und was ist jetzt Schminke gewesen? Ich weiß nicht, ob das gut ist, Justus, jetzt um die Uhrzeit. Ach, dann essen wir halt ein bisschen später Abendbrot. Oder gar kein Abendbrot. Der Kuchen muss weg. Der Kuchen muss weg. Dann pack mal aus, ihr Süßen. Oh! Lecker, lecker, lecker! Wer hat Hunger? Der Kuchen möchte ich! Ich möchte dann einmal bitte das Messer. Das Messer für Papi. Butterkuchen! Butterkuchen? Ja, Butter! Darf ich mir das nehmen? Ja, klar. Ja, Johann isst immer das hier, das mag er total gerne. Und die Mama? Ach, du nimmst wieder so die Erdbeer. Ja, ich mag diese Puddingteilchen immer so. Oh, die mag ich total gerne. Und dann noch mit so ein bisschen Obst drauf. Und die mag ich total gerne. Sehr lecker. Ja, also Justus und Johann haben da denselben Geschmack. Und Elisa und Clara. Genau, Butterkuchen für die beiden. Obwohl, ich würde auch gerne einen Hanseaten essen. Das Herz? Ja, das ist eigentlich ein Keks. Ich möchte auch einen Keks. Auch noch einen Keks probieren. Kannst du gleich auch noch probieren, ja? Eins, zwei, da. Es ist übrigens gerade, wie viel war mein 17 Uhr, ne? Ja. 17 Uhr Kuchen essen. Papi. Wo wir gerade eine, naja, erst gesagt haben. Nicht so viel Elisa, nicht pupeln. Elisa, nicht pupeln. Was machst du denn? Was machst du denn da? Machst du den Mandeln da drauf nicht? Oder das ist doch das, was lecker ist. Ja. Eine Mandelschicht da drauf. Genau, Mandelschicht mit dem Zucker. Gut. Ist gut, ne? Teig ist auch lecker. Hm? Muss man in der Community wieder Hunger machen. Was ist das denn? Hast du es dir gemütlich gemacht, Cookie Maus? In der frischen Wäsche etwa? Katzen suchen sich immer den besten Platz aus, oder? Ja, okay, gut. Was macht ihr hier, Mädels? Wir machen Sport. Dürft ihr aber gar nicht. Ihr müsst hier raus. Der Johann lernt gerade für seinen Test. Dann könnt ihr nicht in seinem Zimmer bleiben. Dann geht mal bei euch spielen. Ihr habt auch riesige Kinderzimmer. Komm, Elisa. Und Johann, am besten machst du auch dein Hörspiel aus. Dann kannst du dich auch besser konzentrieren. So ist das, ne? Ein Test gerade super absolviert. Dann erwarten schon die nächsten. Also als nächstes kommt jetzt schon wieder ein Englisch-Test. Die sind so ein bisschen häufiger. Nicht jede Woche, aber alle zwei Wochen war das jetzt, ne, Johann? Und dann kommt übernächste Woche dann Deutsch und Mathe.
eine Tür. Eine Ach so, und was ist das für eine Watte da? Die Watte? Das ist ihr Schlafbett. Ach so. Klaras Hausaufgaben muss ich auch noch einmal drüber schauen. Ja, das ist so das, was wir jetzt noch machen. Abendbrot verschiebt sich oder fällt komplett aus, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.